Hallo, ich bin Alexandra Marinescu, Schauspielerin und ich habe im letzten Jahr sehr viel gelernt. Was genau ich gelernt habe, das weiß ich leider nicht mehr so genau. Aber das macht auch nichts, denn ich lerne ständig so viel Neues. Erst habe ich gelernt, dass Masken gar nichts bringen. Dann habe ich gelernt, dass selbstgenähte Stoffmasken voll gut sind. Dann habe ich gelernt, dass selbstgenähte Stoffmasken nicht gut sind und dass ich die 9 Monate unter Lebensgefahr in den Supermarkt gegangen bin und ich stattdessen lieber eine OP-Maske tragen sollte. Dann habe ich gelernt, dass OP-Masken gar nichts bringen und dass ich lieber eine FFP2-Maske tragen sollte. Und vielleicht lerne ich morgen, dass ich mir einen Staubsaugerbeutel über den Kopf ziehen sollte. Ich bin dankbar, dass ich jeden Tag so viel lernen darf und ich kann es kaum erwarten, was ich als nächstes lernen werde. Bleiben Sie gesund. Unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen und hören auch Sie nie auf zu lernen. Hi, mein Name ist Ben Münchow und ich bin Schauspieler und Musiker und ich war schon immer sehr faul. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass faul sein alleine gar nicht ausreicht. Ich habe jetzt auch aufgehört zu denken. Ich meine, wenn ich auf den Gedanken komme, kurz nachzudenken, dann denke ich einfach sofort nichts mehr. So. Neulich hatte ich den Gedanken, das Haus zu verlassen. Einfach so. Zum Glück habe ich diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht. Denken Sie doch mal darüber nach, was passieren würde, wenn alle einfach vor die Tür gehen würden. Die würden ausrutschen, hinfallen, sich was brechen. Das zeigt doch eindeutig, wir sollten alle zu Hause bleiben. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie denkfaul und denken Sie nicht an Lockerungsübungen. Grüß Gott, mein Name ist Bernd Gnann, ich bin Schauspieler und ich habe Angst. Das ganze letzte Jahr hatte ich eigentlich die ganze Zeit Angst. Bloß in letzter Zeit, da habe ich eher so Schiss. Und da habe ich jetzt auch den Unterschied gemerkt zwischen Angst und Schiss. Zum Beispiel Angst ist, wenn die Regierung sagt, es ist schlimm, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Schiss ist, wenn Ausgangssperre ist und ich 500 Euro zahlen muss, weil ich beim Hund rausführe, den Hund vergessen habe. Also ich hätte lieber wieder weniger Schiss und dafür mehr Angst. Daher wäre meine konkrete Bitte an die Regierung, könntet ihr mir mal wieder mehr Angst machen? Also so mit richtig dramatischen Horrorszenarien mit Millionen Toten und Kindern, die ihre Großeltern um die Ecke bringen. Das wäre gut. Ja, dann hätte ich weniger Schiss und wieder mehr Angst. Weil so kann es, finde ich, jetzt nicht weitergehen. Ja? Da habe ich einfach Schiss. Danke. Und bleiben Sie gesund, gell? Guten Tag, mein Name ist Cem Ali Gültekin. Ich bin Schauspieler und möchte was für die Gemeinschaft tun. Neuerdings brauchen Kinder für die Schule einen Test, der nicht älter sein darf als 6 Stunden. Da habe ich mich freiwillig gemeldet. Jetzt mache ich die Tests für die gesamte Nachbarschaft. Nachts um 2 geht's los. Da gehe ich dann von Haus zu Haus, klingel die Nachbarn wach und hole die Kinder nacheinander aus ihren Betten. Dann stecke ich ihnen so ein Teststäbchen in den Hals. Manche bekommen davon einen Würgereiz, müssen sich übergeben, da kümmern sich dann aber die Eltern drum. Morgens um 5 ist die Runde zu Ende. Dann gehe ich nach Hause, hole meine Kinder aus dem Bett und teste sie. Und weil es sich im Grunde danach nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen, lasse ich sie bis 7 Uhr vorm Haus stramm stehen. Dann geht sie in die Schule. Ist für uns alle nicht einfach, aber das ist unser Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Deswegen bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können für die Gemeinschaft. Mein Name ist Christian Erich. Ich bin Schauspieler und habe nachgedacht. Über das Thema Beifall von der falschen Seite. Ich denke, falls irgendwann die Theater wieder aufmachen, wer weiß, dann werde ich beim Theaterbesuch, wenn das Stück vorbei ist, aufstehen und ganz nach links rüberwandern. Und dann erst klatschen. Dann können alle ganz klar sehen, wo ich stehe. Das ist für die Schauspieler auf der Bühne möglicherweise irritierend, für die kommt der Beifall von rechts, aber um die geht es ja nicht. Es geht um die anderen Zuschauer, dass die ganz klar sehen, wie ich da stehe. Wo? Niemand soll denken, ich würde von rechts applaudieren. Und am besten wäre es, wenn das alle so machen würden.
Ja, wenn das Stück vorbei ist, wenn der Vorhang fällt, aufstehen und rübermarschieren. Vielleicht können sogar die, die sowieso schon links sitzen, auch aufstehen als Zeichen und noch weiter nach links gehen, ins Foyer ausweichen. Dann können alle unmissverständlich richtig stehend klatschen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie auf die richtige Seite. Wir teilen Ihnen zeitnah mit, wo die ist. Mein Name ist Christine Sommer, ich bin Schauspielerin und Mutter einer 13-jährigen Tochter. Am Anfang habe ich mir um sie richtig Sorgen gemacht, denn sie saß nur auf dem Sofa, hat gegessen und Fernsehen geguckt und ist dabei total dick geworden. Aber es hat sich zum Glück jetzt geändert. Sie ist jetzt immer im Internet. Ich weiß gar nicht genau, was sie da macht, aber sie hat anscheinend lauter neue Freunde gefunden und ist wie ausgewechselt. Die Kilos, die sie zugenommen hatte, die sind alle verschwunden. Sie ist jetzt wirklich total dünn geworden. Ihr passen sogar die Klamotten von vor 3 Jahren. Aber die will sie gar nicht mehr tragen, denn sie nimmt jetzt nur noch schwarze Klamotten. Und alles muss immer lange Ärmel haben. Sie kommt auch gar nicht mehr aus ihrem Zimmer. Ich stelle ihr einfach das Essen vor die Tür. Letzten 3 Tage hat sie es gar nicht reingeholt. Aber das sind wahrscheinlich die ganz normalen Begleiterscheinungen einer Pubertierenden. Ich bin so froh, dass wir als Familie gut durch die Corona-Zeit gekommen sind. Bleiben Sie gesund. Und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Claudia Rippe und ich bin Schauspielerin. Und ich habe in dieser Pandemie gelernt, dass es keinen Unterschied zwischen wir und ihr gibt. Wenn meine Nachbarn zu laut sind, dann gehe ich hoch und sage, wir machen zu viel Krach. Und wenn ein Hund auf den Gehweg kackt, dann sage ich zum Besitzer, unsere Hunde machen zu viel Dreck. Wenn mein Mann sich nachts im Bett zu breit macht, dann sage ich, wir nehmen zu viel Platz ein. Und wenn er schnarcht, dann sage ich, wir schnarchen. Wenn ich will, dass irgendwer Opfer bringt, dann sage ich, wir müssen Opfer bringen. Und wenn ich Leute einsperren will, dann sage ich, wir müssen zu Hause bleiben. Wir alle gemeinsam. Und Ihnen sage ich jetzt, die Zeiten sind hart. Aber wir schaffen das. Wir gemeinsam bleiben wir gesund. Hallo. Mein Name ist Dietrich Brüggemann und ich bin Schauspieler. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin Filmemacher. Mein Beruf ist also das Erzählen von möglichst spannenden Geschichten. Ja, wir beim Film, wir wollen immer, dass alles möglichst schief geht, denn dann haben wir halt am Ende spannende Geschichten zu erzählen. Man kennt das ja vielleicht selber, wenn man im Urlaub war und die Sonne hat geschienen und man erzählt hinterher seinen Freunden davon, dann ist die Geschichte, wenn man ehrlich ist, eigentlich ganz schön langweilig. Wenn man aber im Urlaub war und es ging schief, man wurde ausgeraubt und überfallen, fast totgeschlagen, hatte dann auch Durchfall, dann ist die Geschichte, die man am Ende zu erzählen hat, immerhin spannend und interessant. Wir lernen daraus, am Ende zählt der Unterhaltungswert. Und daher ist mein Wunsch an die Politik in dieser Krise, bitte lasst es krachen. Macht maximale Maßnahmen, möglichst absurde Geh- und Verbote, möglichst drakonische Strafen. Lasst den Polizeistaat aber so richtig von der Leine und fahrt den Karren mit Karacho gegen die Wand. Nur dann haben wir am Ende spannende Geschichten zu erzählen und mal ehrlich, die brauchen wir. Ich meine, nach 75 friedlichen Jahren sind uns doch in Deutschland die Geschichten längst ausgegangen. Wir brauchen neue. Die ARD braucht neuen Stoff für opulente Mehrteiler, in denen eine starke Frau gegen einen übermächtigen Staatsapparat antritt. Zum Beispiel, liebe Politiker, Sie können uns dieses Material jetzt liefern. Bitte enttäuschen Sie uns nicht. Lassen Sie es eskalieren. Nur dann haben wir am Ende spannende Filme. Das ist mein Wunsch als Filmemacher an die deutsche Politik in dieser Krise. Bleiben Sie gesund und machen Sie so weiter. Hallo.
Mein Name ist Felix Klare. Ich bin Schauspieler, bin Vater von 4 Kindern und mache seit geraumer Zeit mit ihnen Homeschooling. Und weil der Staat ja neuerdings wieder ziemlich klare Ansagen macht, mache ich das mit meinen Kindern jetzt auch. Neulich habe ich auf dem Dachboden die Tagebücher meines Urgroßvaters gefunden. Und da konnte ich mir einige Sachen ziemlich gut abgucken. Zum Beispiel müssen meine Kinder jetzt immer sofort aufstehen, wenn ich den Raum betrete. Und wenn sie frech sind und wieder Worte geben, bekommen sie eins hinter die Ohren. Und im Wiederholungsfall werden sie schon auch mal übers Knie gelegt oder müssen mit Eselsmütze in der Ecke stehen. Klar, es fällt mir nicht immer leicht, aber ich mache das letztendlich für meine Kinder, damit sie lernen, was es heißt, Verantwortung später zu übernehmen. Letztendlich für uns alle und für die Menschen, die mir wichtig sind. In diesem Sinne bitte ich Sie, bleiben Sie gesund, unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und erziehen Sie Ihre Kinder bitte zur Disziplin und Hygiene. Vielen Dank. Mein Name ist Gianna Valentina Bauer, ich bin Schauspielerin und ich habe in dieser Pandemie gelernt, dass es nicht immer reicht, Abstand zu anderen Menschen zu halten. Man muss auch Abstand zu sich selbst halten. Wenn ich also merke, dass ich mir selber mal wieder zu nahe komme, dann gehe ich auf Abstand zu mir selbst. Dann gehe ich einfach aus dem Zimmer und bleibe gleichzeitig drin. Dann bin ich auf Abstand von mir selber und kann mich so nicht mehr gefährden. Und wenn ich in ein Zimmer gehe, in dem 2 Leute sind, dann bitte ich vorher darum, dass 3 rausgehen. Dann ist minus eine Person in dem Zimmer und wenn ich dann reingehe, ist das Zimmer leer. Dann bin ich also noch nicht mal allein. Das ist das Sicherste. Und ich finde, das könnten alle so machen. Ist nicht so schwierig. Bleibt gesund und unterstützt die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Hans Zischler. Ich bin, aber auch manchmal nicht, Schauspieler. Und ich möchte eins vorausschicken. Ich distanziere mich von allem, was ich im Folgenden sagen werde. Dies noch vorweg und jetzt zur Sache. Ich distanziere mich in aller Form von der Corona-Politik und der Kommunikation der Corona-Politik unserer Regierung. Ich distanziere mich ebenso entschlossen von jeglicher Kritik an der Corona-Politik. Und ich distanziere mich von Querdenker-Demos, von Schwurblern, Esoterikern und Wissenschaftsleugnern. Ich distanziere mich vom Robert-Koch-Institut und dessen arithmetischen Politik der absolut gesetzten Zahlen. Ich distanziere mich von der Rhetorik und Metaphorik, die sich in Begriffen wie Abstandsgebot, Brücken-Lockdown und Wellenbrecher-Shutdown, wie überhaupt Anglizismen dieser Art, kundtun. Ich distanziere mich vom Social Distancing und ich distanziere mich von all meinen Mitmenschen. Ich distanziere mich von dieser Aktion. Ich distanziere mich auch von allem, was auf dieser Seite zu sehen sein wird. Ich distanziere mich in aller gebotenen Schärfe von mir selbst. Ich distanziere mich von morgens bis abends. Mit anderen Worten, ich nehme Abstand. Hallo, ich bin Heike Makatsch. Ich bin Schauspielerin. Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Vielleicht ist es Lieferando, vielleicht Amazon, DHL. Egal, ich mache nicht auf, weil ich Verantwortung übernehme für dieses Land. Und es macht mir große Sorgen, dass es da draußen egoistische Leute gibt, die aufmachen wollen. Gerade jetzt, wo es besonders wichtig ist, dass wir alle nicht aufmachen. Ich mache immer noch nicht auf. Vielleicht stapeln sich da draußen die Pakete und die Pizzas. Aber damit müssen wir klarkommen. Wir alle, die wir in diesem Haus leben. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund.
und machen sie auch nicht auf. Mein Name ist Inka Friedrich, ich bin Schauspielerin und Mutter zweier Kinder. Mein älterer Sohn ist 16 und das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit für ihn. Ich sehe da immer diese Videos, wo Jugendliche von der Polizei gejagt werden. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, dass meinem Sohn das auch passiert. Also haben wir uns im Familienrat zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, die für uns alle funktioniert. Er geht jetzt einfach gar nicht mehr raus. Freiwillig. Und falls er doch mal rausgeht, dann verprügele ich ihn mit dem Gummiknüppel. Weil bevor die Polizei das macht, mache ich das lieber selber. So schütze ich meine Familie. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken. Ich möchte sagen, tarnen dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Hallo, ich bin Jana Paraskiva und ich war mal Schauspielerin. Jetzt bin ich Hausfrauenmutter. Tja, man muss loslassen, wenn das nicht anders geht. Und gerade jetzt, in der Corona-Pandemie, wo loslassen bedeutet, sich von ungesunden Beziehungen loszusagen, von Beziehungen, die krank machen, also von allen, auch familiären. Jetzt bin ich allein und mit Abstand die beste Mutter und Ehefrau. Natürlich fallen dann einige Dinge weg, wie Umarmung, Küsse, Sex. Naja, am Anfang tut es weh, aber nur am Anfang. Leider sind einige Menschen nicht dazu in der Lage, mit diesem Schmerz umzugehen und die Wahrheit zu akzeptieren, wie zum Beispiel mein Mann. Sie erfinden dann alternative Fakten und halten sich wie die Irrsinnigen daran fest. Aber wir müssen alle, auch die ganz Kleinen, endlich akzeptieren, dass alle Beziehungen und Rituale so nicht mehr existieren dürfen, weil sie uns nicht mehr gut tun. Und dieses Loslassen führt dann dazu, dass man sich gesund und sicher fühlt, statt wie früher frei und unabhängig. Letztendlich ist der einzige Weg, um mit sich selbst gesund zu leben, das Loslassen von allem und allen Ungesunden. Deshalb lassen Sie endlich los, bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Jens Wawritschek, ich bin Schauspieler und ich habe Angst vor Beifall von der falschen Seite. Wenn ich Theater spiele, darf im Zuschauerraum in der rechten Hälfte niemand sitzen. Dann kommt der Beifall nur von links. Allerdings, wenn man dann unten steht, ist das ja andersrum. Dann sitzen die Leute nur rechts. Und dann darf da auch niemand sitzen. Das Theater muss ganz leer sein. Dann kommt kein Beifall von der falschen Seite und dann fühle ich mich sicher. Bleiben Sie gesund und ich bin Jörg Bunschuh und ich bin Schauspieler. Und
Ich mache mir Sorgen. Da draußen sind jetzt so viele Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen. Diese Menschen brauchen Aufklärung. Sie brauchen Werbespots fürs Händewaschen und für Maskentragen. Sie brauchen Plakate, auf denen steht, dass sie diszipliniert sein sollen. Diese Menschen wollen diese Plakate. Das ist jetzt so wichtig. Hängt mehr Plakate auf, schaltet Werbespots, macht Werbung für Abstand und für Hygienemaßnahmen. Die Menschen sind so dumm, man muss ihnen genau sagen, was sie machen sollen. Gemeinsam schaffen wir das. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Corona-Maßnahmen. Danke. Hallo, mein Name ist José Barros. Ich bin Schauspieler und ich mache mir Sorgen. Ich weiß von vielen Freunden, die anders als ich nicht Schauspieler, sondern Eltern sind, wie anstrengend und überfordernd die Corona-Zeit ist. Kindergärten schließen, um dann wieder zu öffnen, um dann wieder zu schließen. Und zu Hause hockt man nur aufeinander rum. Da kann es auch den besten Eltern passieren, dass mal die Hand ausrutscht. Das ist schrecklich, aber leider wahr. Entwicklungspsychologen sind sich einig. Wenn Kinder geschlagen werden, dann identifizieren sie die Person mit der Erfahrung des Geschlagenwerdens. Das kann Langzeitfolgen haben für Kind und Eltern. Wenn Sie also das nächste Mal Ihr Kind wieder schlagen wollen, halten Sie kurz inne. Gehen Sie in sich, denken Sie nach. Schlagen Sie es nicht mit der Hand. Benutzen Sie irgendeinen Gegenstand. Dadurch wird die Erfahrung des Geschlagenwerdens ganz anders durchlebt. Es wird zu einem äußeren Objekt, das nicht mit Mama oder Papa identifiziert werden kann. Gleichzeitig gewöhnen Sie Ihr Kind auch an die Welt, in der es aufwachsen wird. Mein Appell an Sie: Schützen Sie sich und Ihr Kind. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Corona-Maßnahmen. Danke. Hallo, mein Name ist Josef Bundschuh und ich bin Schauspieler. Ich habe im letzten Jahr gelernt, hinzuhören. Früher war mir alles zu laut und zu schnell. Jetzt sitze ich oft abends auf meinem Balkon und höre die Stille. Ich höre die Bars und Restaurants, die nicht geöffnet haben. Ich lausche den Theatervorführungen und Konzerten, die nicht stattfinden. Und ich werde ganz ruhig. Ich sage selber auch nicht mehr viel. Ich hoffe, dass wir bald eine Ausgangssperre haben, wie andere Länder auch. Dann wird es noch stiller. Schweigen auch Sie und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Ich bin Caroline Teska und ich bin Schauspielerin. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich nie weiß, was ich machen soll. Beim Film und beim Theater gibt es ja immer einen Regisseur, der mir sagt, was ich machen soll. Da fühle ich mich sicher. Im Alltagsleben hatte ich das bisher nicht. Da musste ich immer alles selbst entscheiden. Aber seit Corona ist das anders. Jetzt bekomme ich auch im Privatleben immer ganz genau gesagt, was ich machen soll. Das finde ich super. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Corona-Maßnahmen nie aufhören. Bleiben Sie gesund und machen Sie, was Sie sollen. Mach's gut. Ja. Ich bin Katharina Schlotauer und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich dankbar bin. Dankbar für die Zeit, in der ich gelernt habe, dankbar zu sein. Denn in jeder Krise liegt auch eine Chance. Und dafür bin ich dankbar. Chancen sind toll. Und dafür bin ich dankbar. Ohne die Krise wäre ich wahrscheinlich nicht so dankbar. Wären wir alle dankbar, gäbe es wahrscheinlich auch keine Krise mehr.
Und damit ich auch nach der Krise noch dankbar bin, habe ich mir einen kleinen Trick überlegt. Die Dankbar-Atmung. Die geht so. Ich atme ein, sage Dank und atme aus und sage Bar. Dank, Bar, Dank, Bar. Das gleiche geht übrigens auch mit Abstand. Abstand, Abstand. Man kann es auch vermischen, man kann auch sagen Dank, Stand, Bar. Dank, ständiger Abstand. Dank. Seitdem ich die Dankbaratmung in meinem Leben habe, bin ich noch dankbarer. Für die Krise, faire Chancen und für die Maßnahmen. Bleiben Sie gesund. Atmen Sie nur Ihre eigene Luft und wenn die alle ist, bestellen Sie sich welche bei Amazon. Hallo, mein Name ist Katrin Osterhude, ich bin Schauspielerin. Für viele ist das Virus ja abstrakt. Für Kinder ist es das aber ganz besonders. Und damit sich auch meine Kinder verantwortungsvoll verhalten, haben wir bei uns zu Hause jetzt die Inzidenzregelung eingeführt. Jeden Morgen schreiben wir hier den gültigen Inzidenzwert auf diese Tafel, um das Ganze für die Kinder spürbar und erlebbar zu machen. Und deshalb hat dann dieser Wert, sobald das Licht brennt, auch ganz konkrete Auswirkungen auf das, was wir als Familie dürfen und was eben nicht. Ab einem Wert von 100 gibt es zum Beispiel sofort Fernseh- und Internetverbot. Ab einem Wert von 80 jetzt lediglich keine Süßigkeiten und nur einmal am Tag raus. Ab einem Wert von 50 gibt es so ein kleines Schmankerl. Also wir zeigen den Kindern dann immer so ein extra YouTube-Video zur Belohnung. Und wenn dann hier irgendwann mal eine 30 steht, dann, das ist fest versprochen, dann machen wir alle zusammen eine Fahrradtour. So, und damit das aber auch möglich wird, gibt es eben ab einem Wert von 150 kein Abendessen. Ab einem Wert von 200 Isolation im eigenen Zimmer und ab einem Wert von 250 wird das erste Kind zur Adoption freigegeben. Ab einem Wert von 300 dann das zweite. Bitte, bitte helfen Sie, dass ich meine Kinder behalten darf. Führen auch Sie die Inzidenzregelung in Ihrer Familie ein und unterstützen Sie so die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Mein Name ist Kea Königer und ich bin Schauspielerin. Und ich freue mich. Das hier hinter mir ist Dekobert. Den Laden gab es seit 1914. Der hat zwei Weltkriege überlebt. Ich freue mich, dass der jetzt weg ist, weil wir haben ja sowieso nichts mehr zu feiern. Wir sollten überhaupt nie wieder feiern. Also, dann sind wir alle am sichersten. Und dann wird das Leben so richtig schön. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Ken Duken. Soweit ich weiß. Und ich bin Schauspieler, glaube ich. Ich bin seit einiger Zeit so verunsichert. Wobei ich mir allerdings ziemlich sicher bin, ist, dass wir im Moment nicht sicher sind. Denn wenn sich diejenigen, die sich eigentlich sicher sein sollten, dass wir sicher sind, unsicher sind, ob wir nicht vielleicht doch unsicher sind, wie soll sich dann jemand wie ich sicher fühlen? Und sicherlich ist Sicherheit am allerwichtigsten. Deshalb unterstütze ich die Corona-Maßnahmen. Egal, welche dann mal wieder an der Reihe sind, damit wir alle sicher sind. Aber um wirklich sicher zu gehen, muss man jeden Tag nachschauen. Denn was heute sicher ist, ist morgen vielleicht schon unsicher. Nun ja, wenn wir so weitermachen, verunsichern wir vielleicht sogar das Virus. Und am Ende ist das womöglich sinnvoller, als rechtzeitig Impfstoff zu bestellen. Wer weiß. Aber bis wir uns sicher sein können, dass die Pandemie vorbei ist, bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen, welche auch immer genau an diesem Tag sicher sind. Wobei, wie können wir uns eigentlich sicher sein, dass die Pandemie vorbei ist? Da können wir uns eigentlich nie sicher sein. Und weil man sich mit der Sicherheit nicht sicher sein kann, bleibt am Ende nur ein Weg. Noch mehr Sicherheit. Wie gesagt, letztlich sind wir verunsichert.
Hallo, mein Name ist Kostja Ullmann, ich bin Schauspieler und das ist mein Handy. Zu Beginn der Pandemie habe ich mich gefragt, was ich tun kann, ja, was mein Beitrag ist. Anfangs habe ich noch sehr viel telefoniert, mit Freunden, mit Verwandten. Aber irgendwann fiel mir auf, dass das falsch ist. Denn wenn man sich hört, will man sich irgendwann auch sehen. Und wenn man sich sieht, kann man sich anstecken. Und deswegen habe ich alle meine Kontakte von meinem Telefon gelöscht. Damit schütze ich mich, aber auch andere vor möglichen Kontakten. Und es geht ganz einfach. Gehen Sie auf Kontakte, alle auswählen, löschen. Helfen Sie mit. Löschen auch Sie alle Kontakte und unterstützen damit die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Manuel Rubey und ich habe einen wirklich wichtigen Appell. Ich bin dafür, die Theater, die Museen, die Kinos, die Kabarettbühnen überhaupt nie wieder aufzusperren. Niemand braucht Kunst, es bringt auch nichts. Wenn man sich das wirklich genau durchdenkt, bringt Kunst ja nichts und vor allem die sogenannte Kunst, die gemeinsam vielleicht sogar genossen wird, halte ich für komplett überholt. Das Analoge ist vorbei. Lasset uns gemeinsam nur noch zu Hause bleiben. Lockdown für immer. Hashtag nie wieder Kunst. Dankeschön. Mein Name ist Markus Gläser. Ich bin Schauspieler. Mir ist klare Haltung wichtig. Und dass ich nicht in der rechten Ecke stehe. Also, beim Film gibt es ja Kollegen, denen ist das egal. Die stellen sich einfach so in die rechte Ecke. Gucken Sie, das ist die rechte Ecke. Und wenn der Regisseur sagt, geht da mal hin, dann machen die das. Aber ich gehe da nicht hin. Ich habe da ganz klare Grenzen und die kann ich auch vertreten. Da kann das Projekt noch so spannend und der Regisseur noch so berühmt sein. Ich lasse mich nicht in die rechte Ecke stellen. Da muss der Kameramann dann halt irgendwie mit klarkommen. Und manche machen dann so Tricks, dass man auf einmal doch in der rechten Ecke steht. Aber sowas bemerke ich und reagiere entsprechend. Das ist dann vielleicht etwas schwieriger für alle am Set, aber meine klare Haltung ist mir das wert. Da fühle ich mich gut und sicher. Und am sichersten fühle ich mich in Räumen ohne Ecken. Und deshalb wünsche ich mir ab jetzt Filmsets in runden Räumen. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Hallo, mein Name ist Christine Sommer. Und ich bin Martin Brombach. Wir sind beide Schauspieler und machen uns große Sorgen. Um das Coronavirus. Und deswegen haben wir eine Strategie entwickelt. Zum Einatmen gehen wir immer ins Schlafzimmer. Und zum Ausatmen ins Wohnzimmer. Auf diese Art atmen wir immer nur saubere Luft ein. Und da, wo wir ausatmen, da atmen wir halt einfach nicht mehr ein. Deswegen fühlen wir uns sicher. Und wir fänden es gut, wenn andere Menschen sich daran ein Beispiel nehmen würden. Denn viele sind egoistisch und undiszipliniert. Und die sind ja auch schuld daran, dass alles so schlimm geworden ist. Wenn alle die Zwei-Zimmer-Atmung beachten würden, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich bin Martin Brombach, Schauspieler, und ich habe im letzten Jahr angefangen, solidarisch mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln. Und es tut mir gut, wenn ich andere darauf hinweisen kann, was sie falsch machen. Und es gibt ja ständig neue Maßnahmen und Regelungen. Ich halte mich immer auf dem Laufenden. Da bin ich der Erste, der das weiß und kann den Menschen in meiner Umgebung sagen, was sie falsch machen. Besonders freue ich mich, wenn ich jemanden ohne Maske erwische. Den mache ich fertig. Dem sage ich dann, dass er ein rücksichtsloses Arschloch ist.
Das ist für mich gelebte Solidarität. Weil am Ende ist das gut für uns alle. Bleibt gesund. Bleibt solidarisch. Haltet euch an die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Vorsicht, Paul. Hi. Mein Name ist Maxim Mehmet. Ich bin Schauspieler und zweifacher Familienvater. Meine Frau und meine Tochter habe ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen, aber wir FaceTime und Skypen und Zoomen mehrmals täglich. Manchmal höre ich Lea auch drüben toben oder kreischen. Dann muss ich mich ganz schön zusammenreißen, um nicht rüber zu gehen. Das Vaterherz. Aber die Gesundheit geht natürlich vor. Wir mussten die Kinder voneinander trennen. Nur so konnten wir verhindern, dass sie miteinander spielen. Die Wohnung haben wir uns aufgeteilt. Ich mit Paul ins Kinderzimmer und Birgit mit Lea ins Schlafzimmer. Küche und Bad teilen wir uns im Stundentakt. Und wenn doch mal einer ungeplant aufs Klo muss oder außerhalb der eingeteilten Zeit was essen will, dann telefonieren wir und regeln das ganz unbürokratisch. Ich bin für den Lockdown und die Corona-Maßnahmen, damit wir wieder eine Familie sein können. Also natürlich erst nach der Pandemie, dann sind wir wieder eine Familie. Also in 3, 5 oder 10 Jahren. Aber selbst wenn es 20 Jahre dauert, wir können warten. Und wir unterstützen die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Merit Becker, ich bin Schauspielerin und ich bin erleichtert. Das letzte Jahr war schwer. Ich habe mich ständig daran erinnert, wie das Leben vorher war. Und manchmal habe ich was vermisst. Aber das lässt jetzt nach. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, wie das Leben war, ohne Maske in den Laden zu gehen und den Verkäufern nett zuzulächeln. Ich verstehe jetzt gar nicht mehr, wie ich so lange leben konnte mit den ganzen Viren. Überall Viren. Jetzt gibt es noch nicht mal mehr Erkältungen. Das ist toll. Das sollten wir beibehalten. Unser Leben ist so viel schöner geworden. Wir alle sind so empathisch und fürsorglich und geben aufeinander Acht. Das ist so schön. Und wie es früher war, darüber machen wir dann Filme. Die gucken wir dann. Zu Hause. Mit Maske. Alleine. Das wird toll. Bleiben Sie gesund. Geben Sie aufeinander Acht. Mein Name ist Miriam Stein und ich bin Schauspielerin. Ich mache mir Sorgen. Ich finde, wir testen viel zu wenig. Es kann nicht angehen, dass Menschen denken, sie seien gesund, nur weil sie keine Symptome haben. Ich bin dafür, dass wir alle Altersgruppen, auch Kleinkinder und Säuglinge und ungeborene Babys im Mutterleib, zweimal täglich testen. Es muss Teil unseres Alltags werden, wie Zähneputzen. Zusätzlich zu unserer Sicherheit und weil er zuverlässiger ist, jeden zweiten Tag zum PCR-Test. Und zwar nur gegen Vorlage eines negativen Tests. Auch PCR und nicht älter als 24 Stunden. Alle Modellrechnungen sagen eindeutig, wir hätten dann innerhalb weniger Tage eine Inzidenz gleich null. Seien Sie solidarisch. Zum PCR-Test nur noch mit negativem PCR-Test. Mein Name ist Monika Anna Voitilo. Ich bin Schauspielerin und ich habe während dieser Pandemie gelernt, dass man auch mit Maske Emotionen zeigen kann. Ich zeige Ihnen das mal eben kurz. Liebe. Angst. Hass. Wut. Wie Sie sehen, wir können so viele Emotionen nur mit unseren Augen ausdrücken. Aber mal ehrlich, wollen wir das überhaupt? Hass und Wut zum Beispiel, das will doch niemand. Es geht uns doch eigentlich nur um diese eine Emotion. Nennen wir sie einfach Emotion. Und diese Emotion, die ist so emotional, die kann man auch mit Maske ausdrücken.
Also, bleiben Sie gesund. Und zeigen Sie Emotionen. Hallo, ich bin Nadine Dubois. Ich bin Schauspielerin und ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe. Das kann ich mir zum Glück leisten. Es gibt ja auch für alles Lieferdienste. Die kommen dann hierher und bringen mir Sachen, damit ich nicht raus muss. Und es gibt zum Glück die Müllabfuhr und Wasser und Strom. So viele Menschen da draußen krempeln die Ärmel hoch und packen mit an, damit ich hier sitzen und mich und andere schützen kann. Das finde ich gut. Nicht gut finde ich, wenn diese Menschen dann am Wochenende rausgehen, aus ihren kleinen dunklen Wohnungen und sich in den Park setzen. Dann gehe ich auf meinen Balkon, mache davon Fotos und schreibe auf Twitter, dass die schrecklich egoistisch sind. Und dann gehe ich auf meine Dachterrasse, lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen und fühle mich gut, weil ich mich und andere schütze. Bleiben Sie gesund und machen Sie es genauso. Mein Name ist Nadja Uhl, ich bin Schauspielerin und dank Corona habe ich gelernt zu schweigen. All die Jahre auf der Suche nach der großen Wahrheit hinter kleinen Worten. Vorbei. Die Wahrheit darf wieder so einfach sein. So einfach, dass es uns den Atem verschlägt. So einfach, dass einem die Spucke wegbleibt und das ist auch gut so. Keine aufreibenden Diskussionen, die unsere Zuschauer verstören könnten. Ich lese jeden Abend meinen Kindern unser neues Lieblingsmärchen vor, des Kaisers neue Kleider. Wir lieben dieses Märchen, weil sich alle so einig sind und schweigen. Das Kind am Ende lassen wir immer weg. Bleiben Sie gesund und schützen Sie Ihre Kinder. Ich bin der Niki Ofzarek und angeblich Schauspieler. Ich begrüße die Corona-Maßnahmen, auch wenn Corona vorbei ist. Ich habe mich so an die Maßnahmen gewöhnt. Ich will sie behalten. Man könnte ja Corona durch was anderes ersetzen. Man könnte neue Maßnahmen dazu nehmen. Dann würde niemand merken, dass es die Corona-Maßnahmen gibt. Man könnte sie auch nach Monaten benennen. Die Mai-Maßnahmen und die Oktober-Maßnahmen, vielleicht auch einmal Lockerungen, aber nicht zu viel. Die Juni-Lockerungen waren nicht so gut. Aber ich freue mich auf die Oktober-Maßnahmen. Bleiben Sie gesund. Und machen Sie Maßnahmen. Mein Name ist Nina Gummich. Ich bin Schauspielerin und ich mache mich stark für die Meinungsfreiheit. Besonders jetzt, während so turbulenten Zeiten wie der Corona-Pandemie. Deswegen habe ich mich in den letzten Monaten Stück für Stück von meiner eigenen Meinung befreit. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut damit. Eine eigene Meinung zu haben ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch. Führt zu immer mehr Infizierten. Und verunsichert nicht nur mich selbst, sondern auch mein gesamtes Umfeld. Und das muss ja nicht sein. Es ist für uns alle am besten, wenn wir einfach das wiedergeben, was uns von der Bundesregierung aufgetragen wird. Denn nur so können wir uns in der Gemeinschaft wieder solidarisch und aufgehoben fühlen. Und für die Karriere ist es auch besser. Also mein Ratschlag für alle, die noch was werden wollen: Befreit euch von eurer eigenen Meinung. Keine Meinung ist die beste Meinung. Mein Name ist Nina Proll. Ich bin Schauspielerin. Früher dachte ich, ich könne frei und selbstbestimmt Karriere machen. Doch das war naiv. Die Pandemie hat mir gezeigt, wo mein Platz ist. Sie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Dass Sicherheit Freiheit ist, dass Gesunde auch krank sein können. Und nicht nur Frauen sind zu dumm, um zu wissen, was gut für sie ist.
Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen freitags sagt, was sie montags machen dürfen, wen sie treffen, wohin sie gehen und welchen Beruf sie ausüben dürfen. Gott sei Dank haben wir in Österreich so jemanden. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass Virologen unser Leben bestimmen, denn nur sie können beurteilen, was für uns wirklich gesund ist. Das Leben kann tödlich sein. Bleiben Sie für immer zu Hause und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Hallo, mein Name ist Pasquale Leardi, ich bin Schauspieler und Vater von zwei Kindern. Ich mache mir Gedanken. Alle reden immer von Überlastung des Gesundheitssystems, aber andere Systeme sind auch überlastet, zum Beispiel die deutsche Polizei. Jahrelang war es friedlich, mussten nicht viel machen und jetzt? Jetzt müssen sie auf einmal Jugendliche im Park jagen, Passanten ohne Maske drangsalieren, Leute, die im Park sitzen, Bußgelder aufbrummen, die sind total überlastet. Und deswegen habe ich beschlossen, meinen Beitrag zu leisten. Ich habe mir jetzt einen Gummiknüppel und einen Helm angeschafft. Und wenn meine Frau und meine Kinder nicht den richtigen Abstand halten, dann hau ich drauf. Auf die Art entlaste ich unsere Sicherheitskräfte und leiste meinen Beitrag für die Gesellschaft in dieser schweren Zeit. Bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können. Mein Name ist Peri Baumeister. Ich bin Schauspielerin und ich rede gerne Blödsinn. Und die Pandemie, die hat mir gezeigt, dass Blödsinnreden ganz einfach sein kann. Man muss nur die Pandemie erwähnen und dann zwei Gegensätze aneinander hängen. Also zum Beispiel, die Pandemie hat mir gezeigt, dass Distanz auch Nähe sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Einsamkeit auch Geselligkeit sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass Verzweiflung auch Glück sein kann. Die Pandemie hat mir sogar gezeigt, dass oben auch unten sein kann. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich jeden Blödsinn sagen kann, solange ich mir dabei die Hand aufs Herz lege und eindringlich in die Kamera schaue. Also tue ich das jetzt. Ich lege meine Hand aufs Herz. Ich blicke eindringlich in die Kamera und spreche: Bleiben Sie gesund und vertrauen Sie den Corona-Maßnahmen. Hallo, mein Name ist Ramin Yazdani, ich bin Schauspieler und spiele hier jemanden, der ein bisschen Geld in Aktien investiert hat. Das mit Corona habe ich anfangs gar nicht so ernst genommen. Und dann sind die Kurse abgestürzt. Da dachte ich, ich muss irgendwas machen. Also ich habe angefangen, Yoga zu machen und zu meditieren. Und es hat funktioniert. Seit ich Yoga mache, sind die Kurse wieder nach oben gegangen. Zwischendurch habe ich mal ein paar Tage nicht mehr Yoga gemacht. Und dann sind sie gleich runtergegangen. Also habe ich noch mal Yoga gemacht. Und dann sind die Kurse gleich wieder nach oben raufgegangen. Damit ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen. Yoga hilft. Und jetzt kommt es. Ich habe dasselbe mit den Corona-Zahlen versucht. Und es hat auch funktioniert. Je stärker ich Yoga machte, desto steiler sind die Corona-Zahlen nach unten gegangen. Also wir müssen alle Yoga machen. Das ist das Einzige, was uns aus der Pandemie helfen kann. Also ich fordere alle auf, hartes Yoga. Jetzt! Bleiben Sie gesund.
Hallo, ich bin Richie Müller. Ich bin Schauspieler und mache mir sehr große Sorgen um das Coronavirus. Und deswegen atme ich immer aus dieser Tüte ein und in diese Tüte aus. Auf diese Art komme ich mit der Raumluft nicht in Kontakt und atme auch nicht in die Raumluft aus. Somit schütze ich mich und andere. Und ich fände es gut, wenn sich andere Leute daran ein Beispiel nehmen würden. Denn es gibt so viele Egoisten und Undisziplinierte und die sind doch daran schuld, dass alles so schlimm ist. Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich gehe jetzt mal Luft holen. Mein Name ist Roland Düringer, ich bin Schauspieler und ich unterstütze die Maßnahmen unserer Bundesregierung. Ich lebe ein, wie ich meine, durchaus eigenverantwortliches Leben, aber gerade bei so einem privaten Thema wie meiner Gesundheit, da möchte ich mich eigentlich nicht auf mich selbst verlassen. Und ich bin froh, dass der Staat meine Gesundheit zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht hat. Zugegeben, früher, da dachte ich, wenn ich ganz einfach auf Körper, Geist und Seele achte und mein Immunsystem durch Bewegung an der frischen Luft, durch maßvolle Ernährung und ausreichend Schlaf stärke, dass ich so Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen könnte. Aber heute, gut informiert, weiß ich es besser. Mein Schicksal, das liegt in Ihrer Hand. Krankheit muss nicht sein. Und selbst der Tod ist ja lediglich ein Fehler der Schöpfung. Wenn wir uns brav anstrengen, dann können wir gemeinsam mit der modernen Wissenschaft diesen Fehler korrigieren. Wer in Zukunft schon mit 85 Jahren in die Kiste hüpft, der hat eigentlich nur auf ein Software-Update vergessen. Also, bleiben Sie mir bitte gesund, befolgen Sie brav die Maßnahmen der Bundesregierung und bescheren Sie so mir und auch Ihnen ein ewiges Leben. Mein Name ist Samia Daunhauer und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, indem ich sie unterstütze. Ich könnte auch sagen, ich unterstütze die Corona-Maßnahmen. Oder ich unterstütze die Corona-Maßnahmen. Und ich unterstütze die Corona-Maßnahmen. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen. Zum einen, weil ich die Corona-Maßnahmen unterstütze und zum anderen, weil ich die Corona-Maßnahmen unterstütze. Bleiben Sie gesund. Unterstützen auch Sie die Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Thorsten Merten. Ich bin Schauspieler und ich mache mir Sorgen. In den letzten 12 Monaten bin ich nicht raus und habe auch niemanden getroffen. Das ist nicht immer einfach, aber in Zeiten wie diesen für mich selbstverständlich. Auch zu meiner Frau halte ich maximalen Abstand. Zum Glück gibt das unsere Wohnsituation her. Hallo? Schatz? Aber ich mache mir Sorgen, weil viele egoistisch sind und keinen Abstand halten. Warum können diese Leute nicht einfach auch in große Wohnungen, Häuser oder Villen ziehen, um Abstand zu halten? Können wir sie dazu zwingen? Kann die Bundesregierung nicht dafür sorgen, dass wir alle in Villen leben? Wir können zum Mond fliegen, aber das können wir nicht. Das macht mir Sorgen und diese Sorgen möchte ich mit Ihnen teilen. Bleiben Sie gesund und halten Sie Abstand.
Mein Name ist Tina Maria Aigner, ich bin Schauspielerin und ich bin ein großer Fan von unserem Grundgesetz. Menschenwürde, toll. Freiheitsrechte, mega. Gleichheit vor dem Gesetz, Hammer. Und für diese Rechte braucht es einen Grund. Deswegen heißen sie ja Grundrechte. Diesen Grund zu finden, ist schwierig. Denn er ist abhängig vom Inzidenzwert, vom R-Wert, von der Impfbereitschaft, von den schlimmen Nachrichten aus anderen Ländern und von Kurven, die irgendwo schnell in die Höhe gehen. Manchmal weiß man gar nicht, wo er ist. Der Grund. Also ich stelle mir das dann so vor, wie in einem Teich. Auf dem Grund ist Schlamm und da sind irgendwo Fische. Also da ist der Grund. Und wenn man den aufwühlt, dann sieht man ja auch nichts mehr. Also vielleicht lassen wir das einfach mit dem Grund. Naja, ich muss da auch nochmal drüber nachdenken, dass das ist ja auch alles nicht so einfach. Bleiben Sie gesund. Und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen mit und ohne Grund. Hallo, ich bin Tristan Pütter, ich bin Schauspieler und ich fühle mich nicht sicher. Deshalb habe ich mich entschieden, nie wieder ins Theater zu gehen. Aber ich fühle mich trotzdem nicht sicher. Es könnten ja andere Menschen ins Theater gehen, sich dort infizieren und dann den Virus zu mir tragen. Deshalb fordere ich die Politik auf, lasst die Theater zu. Macht sie nie wieder auf, ein für alle Mal. Der Virus wird immer da sein, deshalb dürfen die Theater nicht wieder aufmachen. Aber das macht nichts. Wir machen ja jetzt selber Theater. Ein Riesentheater. Bei all dem Theater, was wir gerade machen, brauchen wir die Theater gar nicht mehr. Deshalb sage ich, lasst die Theater zu. Für immer. Das ist mir wichtig. Bleiben Sie gesund. Und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Mitten in uns. Angesichts des großen Todes, der uns alle umsteht und den nicht einmal die fürsorgliche Politik engagierter deutscher Regierungsbeamter wegzuadministrieren, imstande sein wird, scheint es mir vollkommen irrelevant, ob eine Tankstelle als System relevant offen bleibt oder ein Wirtshaus als System irrelevant geschlossen wird. Und so fordere ich unsere erhabene Regierung auf, endlich fair und konsequent zu beenden, was bislang total vermasselt wurde. Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem all die Supermärkte. Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage. Und so kehrt endlich zurück, was unser Planet dringend benötigt. Ruhe und Frieden und Gerechtigkeit. Danke. Ich bin Ulrike Volkerts und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das Meer liebe. Und weil ich das Meer liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und deswegen liebe ich auch die Maßnahmen, weil ich dann wieder ans Meer komme. Nur mit mehr gibt es wieder mehr. Mehr Maßnahmen gibt mehr mehr. Also jetzt mehr gibt später mehr. Deswegen unterstütze ich auch die Maßnahmen und will mehr davon. Und noch viel mehr. Und noch mehr. Immer mehr. Weil ich das Meer liebe. Hashtag gibt mir mehr.
Guten Tag. Mein Name ist Vicky Krieps. Ich bin Schauspielerin. Dies vor allem beim Film. Und ich nehme meinen Beruf sehr ernst. Ich fühle mich dort sehr wohl, da ich von Kindheit an menschenscheu bin. Und ich habe dort einen Platz gefunden, wo ich meine Angst vor Menschen ausleben kann. Wo ich die nötige Entfremdung und auch Entfernung von Menschen wahrnehmen und auch ausleben kann. Ich persönlich finde, in dieser Zeit haben wir alle gesehen, wie gut das tut, sich endlich etwas zu entfernen, zu entfremden, den anderen nicht immer an sich heranlassen zu müssen. Vor allem, man weiß ja nicht, ob die Menschen gewaschen sind, die einem begegnen. Was mit so einem Mensch alles passiert ist und was der alles von einem will. Auch die Masken finde ich sehr hilfreich. Jetzt muss nicht immer jeder Mensch etwas zu mir sagen wollen, mich anlächeln, mich angrinsen. Vielleicht liegt etwas auf seinem Herzen und er möchte es mit mir teilen und ich muss das nun alles nicht mehr annehmen. Ich kann mich getrost hinter eine Wand aus Schutz und Regeln zurückziehen. Zum Beispiel habe ich immer die Angst gehabt, wie soll ich mit anderen Menschen kommunizieren? Wie soll ich mich immer stetig in andere Menschen hineinversetzen? Wo kommen Menschen her? Wer sind diese Menschen? Aus welchen Welten stammen sie? Was möchten sie von mir? Am Ende wollen sie vielleicht sogar meine Hilfe, aber ich habe gar keine Zeit. Ich habe auch vielleicht gar keine Lust. Und endlich kann ich mich getrost auf das verlassen, was jemand für mich aufgebaut hat. Ein Schutzwall. Eine Schutzmauer aus Masken, Regeln, Zahlen und Abmachungen. Das finde ich persönlich sehr hilfreich und ich würde diese Maßnahmen sehr ungern aufgeben. Drum wäre ich froh, wenn wir uns alle weiterhin vernünftig an die Regeln halten und uns weiterhin aus dem Weg gehen. Bitte bleiben Sie gesund und halten auch Sie sich an die Maßnahmen. Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest. Ich bin Werner Eng und ich bin Schauspieler. Ich hatte immer meinen eigenen Kopf. Aber jetzt in der Pandemie merke ich, wie anstrengend das manchmal ist, seinen eigenen Kopf zu haben. Seit dem Lockdown ist alles viel leichter. Endlich haben wir alle einen gemeinsamen Kopf. Regierung, Presse und Wissenschaft. Wir alle sind uns einig. Und weil wir uns alle einig sind, haben wir auch alle recht. Das hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Endlich kann ich das Richtige tun, ohne mir meinen eigenen Kopf zu zerbrechen. Und weil wir alle Recht haben, ist es auch die Wahrheit. Und deswegen haben wir jetzt alle eine Meinung. Ich vertraue dieser Meinung, weil wir eben Recht haben. Und weil es die Wahrheit ist. Ist doch logisch, da brauche ich meinen Kopf nicht mehr. Und deshalb unterstütze ich die Corona-Maßnahmen. Bleiben Sie gesund. Guten Tag, mein Name ist Wotan Wilken-Göring, ich bin Schauspieler. Aber das tut ja gar nichts zur Sache, wir sitzen da gerade alle im gleichen Boot. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir
drin bleiben müssen und nicht raus dürfen? Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann geht es uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Und dann bin ich gar nicht drin, sondern draußen. Also, bleiben Sie positiv. Bleiben Sie gesund.